Mike YTC hat mich gefragt, ich fange gerade auf YouTube an, möchte mein Gesicht aber nicht zeigen. Meint, ich habe auch eine Chance, mit so einem Kanal zu wachsen. Und ja, es gibt definitiv Möglichkeiten, auf YouTube sein Gesicht nicht zu zeigen. Heute in diesem Video möchte ich dir 10 Möglichkeiten zeigen, wie du Videos machen kannst, ohne dein Gesicht zu zeigen. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und das höre ich immer wieder. Menschen, die Videos machen wollen, ohne ihr Gesicht zu zeigen, die halt einfach anonym bleiben möchten. Oder gerade bei uns im Unternehmenskontext hat man vielleicht die Situation, dass man sagt, hey, ich möchte gerne YouTube-Marketing machen, aber ich habe in meinem Unternehmen einfach niemand, der sich vor die Kamera stellen möchte. Das ist natürlich eine blöde Situation, aber es gibt genug Optionen, wie man auch Videos machen kann, die geguckt werden, die groß werden können, die Potenzial haben, ohne dass man sich vor der Kamera zeigt. Und fangen wir gleich an mit Idee Nummer 1 von den 10 Ideen. Das kennt jeder von uns, Bildschirmaufnahmen. Wenn man sich schon mal irgendwie versucht hat, ein Programm beizubringen, hat man garantiert schon mal dazu ein YouTube-Video gesehen. Und man kennt die Videos, es ist einfach ein Bildschirm, der abgefilmt ist, wo jemand erklärt, wie man das Programm benutzt. Das kann man komplett machen, ohne sein Gesicht zu zeigen. Man kann auch ein Gesicht zeigen, aber in den meisten Fällen wird das Gesicht gar nicht gezeigt. Wunderbare Möglichkeit, YouTube-Videos zu machen, ohne sein Gesicht zu zeigen. Das Ganze lässt sich relativ leicht umsetzen, zum Beispiel mit OBS, mit Open Broadcast Studio. Ich habe dieses Programm hier in diesem Video schon mal vorgestellt. Damit kann man ganz simple Bildschirmaufnahmen machen und diese Aufnahmen dann auf YouTube veröffentlichen. Diese Art von Videos ist natürlich auch super für Unternehmen, die eben Software herstellen. Solche Videos mal zu machen, wo man seine Software erklärt für die Nutzer, die schon bestehen, aber vielleicht auch für Nutzer, die sich überlegen, die Software zu kaufen, sind eine super Möglichkeit und man braucht niemanden, der sich vor die Kamera traut. Idee Nummer 2, Testberichte, Produktvideos, Unboxings, so eine Art von Videos. Klar, da ist es auch schön, wenn man jemanden vor der Kamera sieht, aber nicht zwingend nötig. Man kann auch einfach nur zwei Hände sehen, die irgendwas machen, die ein Produkt auspacken, die ein Produkt zeigen, vorstellen und man erklärt etwas dazu. Da braucht man sich selber nicht zu zeigen, da reicht es, wenn man seine Hände zeigt. Und auch auf die Art von Videos ist jeder von uns bestimmt schon mal gestoßen, wenn man sich überlegt, ja, soll ich mir jetzt das und das Produkt kaufen? Dann guckt man sich vielleicht erstmal von ein paar Leuten an, die es schon getestet haben. Und da hat man auch häufig Videos, wo man nur die Hände sieht und das ist vollkommen in Ordnung. Auch das ist natürlich für eine Firma, die Produkte herstellt, eine super Möglichkeit, Videos zu machen, ohne jemanden vor die Kamera zu stellen. Idee Nummer 3 sind Präsentationen. Man kann natürlich auch super Sachen in seinen Videos erklären, indem man einfach nur eine Präsentation zeigt und dazu was erklärt. Jeder von uns kann wahrscheinlich in PowerPoint Präsentationen erstellen. Gerade wenn man was erklärt, ist das natürlich auch einfach eine Möglichkeit, eine Präsentation zu zeigen und darüber was zu sprechen. Auch da muss man sein Gesicht nicht zeigen. Mit Idee Nummer 4 bleiben wir im gleichen Bereich der Stimme, die durch Bilder unterstützt wird. Und hier kommen wir nochmal mehr auf dieses Bilderthema. Man kann auch einfach Stockfotos über seine Videos einblenden. Und das sieht man auch ganz viel. Ein gutes Beispiel hierfür ist zum Beispiel dieser Kanal Top 10, der ja auch schon seit Anfängen von YouTube das macht, da sieht man die Person nicht und hat einfach immer Bilder, die da eingeblendet werden. Das sind Stockfotos, die man im Internet finden kann. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, wie man, aus welchen Quellen man solche Bilder findet. Die sind teilweise umsonst, es gibt welche, die muss man bezahlen. Aber es gibt halt einfach die Möglichkeit, solche Bilder zu nehmen, die einzublenden, zum Beispiel im Videoschnittprogramm, die hintereinander zu bauen und dann einen Text drüber zu sprechen. Idee Nummer 5 ist sehr ähnlich, Stockvideos. Und das ist nochmal ein ganz bisschen anders, weil Videos sehen doch anders aus als Fotos. So eine andere Kategorie, so ein bisschen auf YouTube, aber auch das gibt es super viel. Man findet im Internet ganz, ganz viele Stockvideos, teilweise auch wieder kostenlos, teilweise bezahlt. Aber auch so eine Art von Videos gibt es auf YouTube ganz viel, wo jemand spricht und dazu werden diese Stockvideos eingeblendet. Gerade in diesem Motivationsbereich findet man sehr, sehr viele Videos, wo irgendwelche Motivationstexte gesprochen werden und darüber sieht man solche Videos. Das heißt, auch das ist eine Möglichkeit, Videos zu machen, vielleicht auch aus einer Mischung aus Fotos und Videos, eben dort das Ganze noch mal etwas dynamischer zu machen, als wenn man nur Fotos einblendet. Das wird ganz häufig benutzt von Podcastern, die einfach Podcast-Episoden auf YouTube nochmal hochladen, von Musikern und so weiter. Man hat einfach ein Bild und darüber hört man die Stimme. Jetzt mag man vielleicht sagen, das ist doch ein bisschen langweilig, aber gerade wenn das so auditiver Content ist, der eigentlich auch viel Musik oder viel für Podcasts oder sowas eben benutzt wird, wo es eigentlich nur um den Ton geht, da ist es häufig, reicht es völlig aus, ein Bild zu haben. Leute hören das eh im Hintergrund, lassen YouTube quasi wie eine Art Podcast laufen und dann reicht es auch häufig einfach nur ein Bild zu haben, was sich nicht verändert, wo es einfach mehr um den Ton geht. Idee Nummer 7, gerade in diesem Grafik- und Designbereich hat man auch häufig Videos, wo man eben nicht eine Person sieht. Man hat zum Beispiel einfach nur Videos, wo was
gekritzelt wird, irgendwas, wo ein schickes Bild gemalt wird. Das kann entweder mit der Hand sein, man sieht nur Hand, dass es die das zeichnet, oder man sieht am Computer was, wie man was in Photoshop zeichnet. Das sind diese typischen Speed-Art-Videos. Häufig hat man auch jemanden, der erklärt, wie man sowas macht. Dann geht es wieder mehr in diese Tutorial-Richtung. Aber gerade in diesem Kunstbereich hat man auch häufig jemanden, der irgendwas zeichnet. Man hat vielleicht sogar nur Musik im Hintergrund, hört das schnell abgespielt. Wenn jemand wirklich gut zeichnen kann, ist das auch eine super Möglichkeit, nur die Hände zu sehen und trotzdem Video-Content zu erstellen. Was natürlich auch möglich ist, ist Idee Nummer 8. Und zwar das Ganze einfach aus der eigenen Perspektive zu zeigen. Gerade bei so Vloggern, die Urlaubsvideos machen, die irgendwie Sportvideos machen. Man kennt das sehr stark aus diesem GoPro-Bereich eben, weil das natürlich auch die Art und Weise ist, wie man das Ganze filmen würde. Man nimmt eine Actionkamera, befestigt sie zum Beispiel am eigenen Kopf oder an dem Fahrrad, wenn man Sport macht oder was auch immer, wenn man für eine Art von Sport macht und macht aus dieser eigenen Perspektive Videos. Auch da ist man nicht zu sehen. Auch das können spannende Videos sein, wenn man eben spannende Dinge auf diesen Videos tut und man muss selber sich nicht zeigen. Idee Nummer 9, How-To-Videos, Tutorials, gerade haptische Tutorials, die erklären, wie man irgendwas bastelt, wie man irgendwas repariert. All diese Arten von Videos braucht man eigentlich niemanden zu sehen. Es reicht häufig, wenn man einfach nur die Hände sieht, auch bei Koch-Tutorials zum Beispiel. Egal, eigentlich ist es völlig egal, welche Art von Tutorials, wenn man sowas Praktisches macht, abgesehen vielleicht von Schminkvideos, wo man ja doch das Gesicht sehen muss. Aber bei fast allem anderen reicht es völlig, wenn man die Hände sieht, die irgendwas Haptisches machen und jemand, der was dazu erklärt. Und man kann wunderbare, gute Tutorials machen, ohne die Person zu zeigen. Und Idee Nummer 10, die sogenannten Erklärvideos. Auch eine Art von Video, die man sehr, sehr häufig auf YouTube sieht, ist eben diese Hand, die was zeichnet. Und dann sieht man Bilder, die entstehen, dazu wird was erklärt. Da braucht man nur die Stimme eben und man braucht nicht zu sehen sein, sondern man sieht da diese Zeichnungen, die entstehen, die das Ganze eben nochmal visuell untermalen. Dafür gibt es Programme, mit denen man das machen kann. Das Ganze wird einfach am Computer gemacht. Falls sich das interessiert, sucht das einfach mal in der YouTube-Suche. Da gibt es sehr viele Tutorials dazu, wie man solche Erklärvideos macht. Und auch das ist eine super Möglichkeit, natürlich professionell aussehende Videos zu machen, ohne sich selber zu zeigen. Ich hoffe, du konntest jetzt eine Idee finden, wie du Videos machst, auch ohne dich zu zeigen. Jetzt geht es natürlich daran, wie schafft man es denn dann, so einen Kanal aufzubauen? Wie schafft man es, auf YouTube zu wachsen und so weiter? Dafür abonnier doch diesen Kanal. Hier gibt es ganz viele Videos zu diesem Thema und ich hoffe, wir sehen uns in einem nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, euer Jan.